Also den NDR, Extra 3, Satire, muss auch ich, euer Medienkanzler, einfach mal hier in diesem Video gratulieren bei Facebook, YouTube und natürlich Extra 3, dem Sender, dem Format mit Ehring in der Hauptrolle und diverse andere satirische Größen, die da mehr geschafft haben wie das ZDF Heute Show. ZDF Heute Show mit Welke hat nicht das erreicht, was Ehring dort erreicht mit Extra 3. Erdogan, der ging auch richtig ab wie ein Zäpfchen. Der flippte ja so richtig aus, machte einen auf Mickey Mouse und ließ den Botschafter von Deutschland in die Türkei direkt bei sich in den Palast einziehen und sagen, hey Leute, Hosen runter, jetzt gibt's Peitschenhiebe. So geht's nicht. Doch, meine sehr verehrten Damen und Herren, so geht's doch. Nicht nur Extra 3, Heute Show und diverse andere satirische Deutschlandfunk und Deutschlandhaus machen den großen Klaus. Nein, sehr viele machen Satire und das ist lobenswert. Wie soll man denn sonst mit spitzer Zunge, mit spitzen Stift deutlich machen, was hier in dieser sogenannten, der eine sagt BRD GmbH, der eine sagt Bananenrepublik. Es ist ein Vielvölkerstaat aus 16 Bundesländern. Jeder hat irgendwo ein Landesgrundgesetz liegen und hat es nie gelesen. Ja, Satire ist wichtig. Satire muss sein. Und wer damit nicht umgehen kann, der sollte wirklich mal in seinen Kämmerlein und mal drüber nachdenken, was ist überhaupt gut oder was ist überhaupt schlecht. Ja, jedenfalls Satire 1A Extra 3 mit Ehring, also Ehring und seine Mannschaft, die da wirklich was auf den Weg gebracht und eine wunderbare Sache ins Leben gerufen. Die Sendung alleine schon ist sehenswert, kommt leider meistens etwas zu spät, aber wir aus dem Medienhaus hier beim Sondersender Nordrhein-Westfalen sagen Hut ab, spitzenmäßig, das war Satire, das war ein I-Punkt. Wer heute behauptet, Satire könnte nichts bewegen, der hat den Clip von Erdogan und Extra 3, der hat er total verpennt. Ja, Satire, meine sehr verehrten Damen und Herren, Satire. Mit spitzer Zunge etwas sagen, um das Gute doch zu bewegen. Ja, das ist Satire. Und darum sagen wir noch einmal, toll, dass es euch gibt, toll, dass ihr es gemacht habt, weiter so. Und alle anderen, die das auch können, zieht es durch.